Heute mal ein etwas anderes Video vom Bergfest Barbecue. Und zwar hat uns dieses Paket hier erreicht aus dem fernen China. Und dieses hält einige Gadgets für uns bereit. Einige Küchenhelfer, die auch für den Grill geeignet sein können. Zum einen haben wir einen Zwiebelschneider. Ja, da kann man eine Gemüsezwiebel reinpacken, damit wir nachher eine Blooming Onion herstellen können. Amerikanischer Klassiker und mittlerweile auch hier angekommen im deutschen Barbecue-Bereich. Wir sind gespannt. Dann haben wir eine Kebab-Presse, glaube ich, so schimpft sich das. Letztendlich hätte ich mir das Teil an sich ein bisschen größer vorgestellt. Hat den Sinn, dass man sich Schaschlikspieße pressen kann. Ja, mit solchen Spießen oder Holzspießen. Ein Wellenformat, ein etwas dickeres Format, so für Fleischspieße und einmal ein Format, wo man zwei Spieße gleichzeitig hineinstecken kann. Und als drittes haben wir dieses kleine Gadget. Das ist eine Schneidhilfe für Kartoffeln, um uns Tornado-Kartoffeln herzustellen. Und natürlich haben wir uns diese Gadgets nicht nur bestellt, um sie anzuschauen, natürlich auch, um sie entsprechend am Grill auszuprobieren. Und das zeigen wir euch jetzt. Erstmal schneiden wir die Zwiebeln. Ja, hier muss man darauf achten, erfahrungsgemäß, dass wir oben uns halt den Deckel abnehmen können und unten so gut wie gar nicht, dass unten noch stehen bleibt, damit die beim Schneiden nicht auseinanderfällt. Für die Zwiebelblume haben wir das Gadget hier als Vorbereitung. Das sind ja zwei Modelle und wir testen die mal. Gut, dazu haben wir auch die Zwiebel entsprechend geschält. Im besten Falle natürlich so, dass das auch super in den Schneider passt. Wie der Zufall ist, so will, passt das. Mensch, gibt's doch nicht. Aber dieses Gadget ist eine Schneidvorlage, damit wir halt von vornherein nicht bis unten schneiden sollen. Mal gucken, ob uns das die Arbeit erleichtert. Wir wollen mal einmal loslegen. Zeig uns mal die Zwiebel. Ja, also bin ich mal selber gespannt. Es geht tatsächlich deutlich schneller als mit Holzlöffeln und sie zerfällt nicht. Muss es nur noch geklappt haben. So, jetzt haben wir die Zwiebel entsprechend geschnitten. Ist super zu sehen, dass sie nicht ganz durchgeschnitten ist. Im Prinzip ähnliches Ergebnis wie mit den Holzlöffeln, allerdings deutlich schneller. So, wir haben jetzt drei Zwiebeln probiert. Eine mit dem Gerät, zwei ohne. Vincent, was sagst du dazu? Ich sag mal, für den ungeübten Schneidemenschen am Messer ist das tatsächlich eine Erleichterung. Man kann es nicht versauen, weil man kann nicht durchschneiden, weil man eben eine Schneidhilfe in dem Sinne hat. Die bereitet uns schon mal ein bisschen Zucchini vor, weil wir gleich den Spießer testen wollen. Also das ist ein Gadget, um Schaschlikspieße herzustellen, also alles, was aufgespießt ist. Das wollen wir tatsächlich mal testen. Deswegen musst du jetzt, glaube ich, den Spieß einführen. Wir führen den Spieß mal ein. Oh, immer rein ins Mitte. Oh. Und auf. Tada! Jetzt hol den mal raus. Das ist besonders hübsch geworden. Das verstehe ich nicht so richtig. Was ist das für eine Form? Aber guck mal, von der Seite sieht es gar nicht so schlecht aus. Also zum Fazit von dem Spießer. Sehr dekorativ, aber nichts für den großen Hunger. Kann man mal machen, wenn man so ein Buffet aufbaut oder so. Kann man da echt schöne Sachen bezaubern, sieht man ja hier. Aber wenn man viel Hunger hat, würde ich es eher selber aufspießen, den großen Weg. Also, das ist quasi unser Test Nummer 3. Ein Tornado-Kartoffelschneider machen wir sonst tatsächlich auch immer selber. Spieß durch, aufs Brett legen, Messer etwas anwinkeln und dann immer rundherum. Fehlerquote ist allerdings ziemlich hoch. Dafür gibt es aber ein Gadget. Mal gucken, was der so drauf hat. Bin ich gespannt. Dann soll der hier sich da erstmal reinbohren.
schauen wir mal, ob es geklappt hat. Na, oder? Wirklich 1A geschnitten. Gültiges Ergebnis. Also so fein und so gleichmäßig kriegen selbst geübte Griller, wie wir es sind, nur sehr schwer hin. Also ich vielleicht, aber... Nee, ich krieg das auch nicht hin. Auf gar keinen Fall. Also so, es ist wirklich super so gleichmäßig. Der Wahnsinn. Und da holen die wirklich was aus der Kartoffel raus. Ja. An Fläche. Muss man echt sagen. Richtig gut geworden. Zurück vom Grill, warmen und trockenen. Ich denke, ihr bekommt euch einen kleinen Eindruck darüber vermitteln, ob und vor allem für wen diese Gadgets sinnvoll sind und für wen eher nicht. Zu bekommen sind diese in den üblichen China-Shops, nenne ich sie mal. Und wenn ihr schnell seid, in kleiner Stückzahl natürlich auch bei uns im Shop auf bergfest.de.